Herzlich willkommen bei Joeys Hobbykanal. Hier seht ihr ein Bild unseres kleinen Kartoffelbeetes kurz vor der Ernte und diese Ernte möchte ich euch heute gerne zeigen. 3,5 Reihen waren es Kartoffeln in etwa 20 Pflanzen, die wir im Frühjahr gesetzt haben, extra dieses kleine Beet noch dafür angelegt. Ja, die haben wir geschenkt bekommen und dann überlegt, ja, was fangen wir damit an? Ein paar haben wir tatsächlich einfach gekocht und gegessen, aber ein Teil eben, so um die 20, haben wir gesetzt. Hier ist eine von den alten Mutterknollen, ausgelaugt, verbraucht. Und natürlich war die Hoffnung groß, dass sie auch wirklich Ertrag gebracht hatten, diese Kartoffeln. Und übers ganze Jahr haben wir versucht, diese Pflanzen so gut es ging irgendwie zu pflegen. Aber schon der erste Anstich zeigt, ja, da sind auch ein paar Angefressene dabei. Und zwar gar nicht ganz wenige. Aber zum Glück auch ein paar, die auf den ersten Blick zumindest gut aussehen. Ja, die Pflanzen hatten immer wieder mal zu tun mit Kartoffelkäfern, die wir abgesammelt haben. Es war an denen nicht ganz so stark wie an anderen, die an anderer Stelle im Garten wild ausgetrieben waren. Und trotzdem haben wir auch von diesen Pflanzen hier, von den 20, ja, einige Dutzend Kartoffelkäfer abgesammelt. Ja, die erste Pflanze ist geerntet. Oder kommt da etwa noch mehr? Ja, das war schon eine von der zweiten Pflanze. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, und der Rest? 6 Knollen oder 7 Knollen bis jetzt? Ja, muss doch noch mehr sein. Also nochmal reingehen, sachte ausgraben, ja, da ist auch noch eine. Okay. Nun war aber trotzdem die Frage, ja, wo verstecken sich die anderen? Mal etwas tiefer hineingehen. Also wir hatten die Kartoffeln auch tatsächlich gleich recht tief gesetzt, gleich einen, also angehäufelt, gleich einen, ohne dann irgendwie später nochmal, wenn sie gewachsen sind, anzuhäufeln, sondern das war gleich von Anfang an eigentlich fertig, so wie wir gedacht hatten. Und jetzt, ja, nochmal den Spaten genommen, um noch tiefer zu kommen. Vielleicht verbirgt sich noch etwas, aber das war Fehlanzeige. Diese Dämme, die waren nach unten hin absolut leer. Ja, die Mutterknolle hatte ich ja gleich zu Anfang rausgenommen und tiefer war einfach nichts mehr zu finden. Und da stellte sich für uns schon die Frage, also meine Frau hat gefilmt und ich habe hier eben gegraben. Ja, die Frage, sind die jetzt alle weggefressen? Oder gab es einfach gar nicht mehr? Naja, vielleicht ist einfach nur der Anfang etwas schwierig. Wir haben noch etwas weiter gesucht. Später dann aber das tiefere Graben gelassen, weil es hat einfach keinen Sinn gehabt. Unterhalb der Mutterknolle war sowieso nichts zu finden. Von daher ganz normal wieder mit der Grabgabel weiter. Eine Pflanze nach der anderen eben dann herausgenommen, ans Tageslicht befördert. Ja, es gab immer wieder mal was zu ernten. Und trotzdem, ja, insgesamt recht ernüchternd die ganze Sache. Fraßschäden. Ein paar davon waren offensichtlich Mäuse gewesen. Von denen haben wir leider einige im Garten, die auch an anderer Stelle schon kräftig zugeschlagen haben. Schon Jungpflanzen sind denen zu Opfer gefallen. Himbeersträucher sind weggefressen gewesen. Die Bohnensträucher. Ein Kürbis, der hat es gar nicht weit geschafft, auch weggefressen und so weiter und so fort. Also hier und da immer mal Probleme und jetzt eben bei den Kartoffeln, ja, das ist alles nur Dreck. Ha. Da kommt mal eine. Das war eine, die wild aufgegangen war, eine andere Sorte. Aber auch da, dort wo die anderen wild aufgegangenen standen, da hat eine Pflanze, ja, die hat gut Ertrag gebracht, vielleicht so um die 2 Kilo. Und hier, nein, eine einzige Knolle. Das war's. Also sehr ernüchternd. Weiter geht's, die erste komplette Reihe, auch da, naja, erstmal das Gretsch weg, das war sowieso zum Großteil abgestorben, ein bisschen Unkraut mit beiseite räumen und dann
Ja, dann bekommt man sowas. Miniaturkartoffeln. Absolute Zwerge. Was will man denn bitteschön damit davon anfangen? Ja, ein paar Fraß, mögliche Fraß, Feinde, möchte man fast sagen, habt mal hier. Also ein Ameisenhaufen, der da sich irgendwie am Rand zumindest dieses Kartoffelbeetes befunden hat. Ob die natürlich die Kartoffeln gefressen haben oder nicht, das sei dahingestellt, aber an der Stelle war tatsächlich fast nichts zu finden. Fast nichts. Ein paar Einzelne. Aber mit Ameisen haben wir sowieso dieses Jahr im Garten massiv zu kämpfen. Also da gibt's echt viele. Ja, weiter geht's. Auch die angefressen, beschädigt. Und hier haben wir tatsächlich einen, der sich bedient. Man erkennt's ja doch etwas. Da sitzt ein Engerling drin. Der hat sich wirklich in die Kartoffel reingefressen. Und da war dann klar, okay, das wird wahrscheinlich auch an anderen Stellen passiert sein. Und ich habe beim Umgraben tatsächlich einige von diesen Engerlingen dann mit aus der Erde geholt. Die sind alle auf den Kompost gewandert. Ob die sich da wohlfühlen oder nicht, weiß ich nicht genau. Das kommt ja auf die Sorte drauf an, ob es nun Maikäfer ist oder ein Nashornkäfer. Also diese Larve, dieser Engerling. Die einen mögen Kompost, die anderen mögen ihn nicht. Keine Ahnung. Auf alle Fälle wollten wir sie nicht in diesem Beet weiterhaben, damit sie uns die nächsten Sachen zerfressen. Also die können, wenn sie unbedingt fressen wollen, andernorts. Hier, nochmal einer. Ja, riesengroß. Eine Lücke reingefressen, der lässt sich's gerade schmecken. Auch die Kartoffel samt Bewohner ist auf den Kompost gewandert. Und ich habe fleißig weitergegraben, in der Hoffnung, irgendwann doch nochmal ein paar vernünftige Kartoffeln zu finden. Und das Ganze ist aussichtslos geblieben. Es war wirklich traurig. Und dabei, wie gesagt, wir hatten uns wirklich Hoffnung gemacht, dass da ein bisschen was dran wächst und das Ganze vernünftig aussieht. Aber, ja, pro Pflanze vielleicht mal 3, mal 5. Aber mehr war eigentlich kaum dran. Ziemlich klein. Ja, und dann mit der Zeit ist uns aufgefallen, dass auch die eigentlich gut aussahen, das nur eigentlich waren. Hier sieht man schon einzelne Punkte dran. Man sieht später nochmal, was genau das ist. Weiter geht's. Ja, mal eine Pflanze, die ein bisschen mehr gebracht hat, aber trotzdem, das ist lächerlich, wenn ich das vergleiche mit anderen Ernten. Also das ist einfach nur traurig. Woran das lag? Keine Ahnung. Also wir haben den Boden gedüngt, wir haben immer mal auch, ja, wenn es trockene Zeiten gab, war ja doch wieder ein sehr trockener Sommer. Wir haben auch immer mal für Wasser gesorgt, jetzt nicht massiv, aber hier und da. Ja, und irgendwann hat meine Frau dann doch mal so eine Kartoffel genommen und aufgeschnitten, um mal zu gucken, wie sieht's denn innen drin aus. Und das war noch ernüchternder. Also nicht nur, dass viele angefressen waren, so ganz offensichtlich von außen, sondern eben diese Punkte, die vorhin gerade schon zu sehen waren, das waren tatsächlich Fraßschäden. Fraßgänge von irgendwelchen Würmern, die sich da reingegraben haben. Ja, da musste man großflächig ausschneiden. Manche Kartoffeln waren komplett unbrauchbar. Obwohl sie von außen halbwegs vernünftig aussahen, aber innen drin, das war einfach nur ein Trauerspiel. Ja, weiter geht's, die letzte Reihe. Ja, ein paar von schöner Größe, wie gesagt, also manche waren ganz okay, wenn sie nicht angefressen gewesen wären, wären es schöne Kartoffeln gewesen. Geschmacklich ist das eine super Sorte, ich weiß leider nicht, was für eine Sorte genau, wie gesagt, geschenkt bekommen. Kann nichts weiter dazu sagen, ich weiß, dass wir sie nicht wieder anbauen werden, weil auch die Schale an sich schon, das war schon bei den Pflanzkartoffeln so, ja, hier nochmal ein Wurm, bei den Pflanzkartoffeln war das schon so, die hatten eine ganz raue Schale, so fast schon narbenbelegt, muss man fast sagen. Ja. Interessante Wuchsform hatten wir auch dabei. Aber insgesamt, nee. Ja, da kann man nochmal graben, wie man will. Schöne, lockere Erde, okay. Aber ansonsten war's das.
Nichts, absolut nichts. Außer, ja, Engerlinge. Der versucht wieder in den Boden reinzukommen. Wie gesagt, ich habe einige 5, 6 mindestens beim Umgraben einfach so mal mitgefunden. Tja. Und das war's. Das ist das Ergebnis. Also ein halber und ein ganzer 10 Liter Eimer. Einfach nur ernüchternd. Zusammen in etwa 8 Kilo von 20 Pflanzen. Wirklich traurig. Tja, soweit zu unserer Kartoffelernte. Ob wir nächstes Jahr nochmal Kartoffeln anbauen, das bezweifle ich momentan. Vielleicht irgendwann später mal. So ist es halt. Wie sah es bei euch mit der Kartoffelernte aus? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.